cave, I'll be a sad, I'll be a tea planet. Man, it never stops. The countless similarities between plain common sense and card game strategy. Das ist das erste Heimspiel von Gentlemen. Von daher ist es uns sehr wichtig, hier zu gewinnen, unseren Fans auch zu zeigen, wir sind wieder am Start. Wir hatten jetzt, haben zwei Partien in Hamburg verloren, auf neutralem Platz in Bremen sofort gewonnen. Also steht 2-1. Wir wollen den Ausgleich und wir wollen Viber Konakma nächstes Jahr hier dann wieder einladen. Und dann ist vorbei, dann steht es 3-2 und dann, ja, dann führen wir endlich. Und ab dann sollte man auch einen Pokal mal einführen, fällt mir gerade auf. Nix Showrennen hier. Das ist, hier geht's richtig zur Sache. Also ich finde, das Spiel ist auch echt auf einem hohen Niveau. Aber wir haben natürlich auch aufgetrumpft, so, ne? Wenn du guckst, was für Spieler mittlerweile dabei sind, irgendwie. Otze ist am Start, so, ja? Ja, ich wechsle mich immer ab. Wir sind zwei Mann und in meinem Alter, da fällt das dann doch schon schwierig. Wenn man keinen Sport mehr macht, dann ist der Platz schon doch schon ganz schön groß. Sie haben eher so die Fluppe im Stutzen. Ja, eben in der Halbzeit brauchte ich schon eine, ja, damit das jetzt in der zweiten Halbzeit wieder läuft. Gut geschossen, ey. Zwischenbilanz, wie läuft denn das Spiel so für euch? Ich bin enttäuscht, muss man sagen. Nein, ja, es ist ein hart umkämpftes Spiel. Ne? Beide nehmen es doch recht ernst und wollen versuchen, Tore zu erzielen. Und es ist nicht so einfach, Tore zu erzielen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, sehen die Zuschauer viele Torraum sehen. Was passiert gleich in der Halbzeit? Gibt es erstmal eine ganz, ganz saftige Ansprache, weil hier einige rumlaufen, als ob die gerade aus dem Urlaub kommen. Und das kann es ja nicht sein. Haben sich einige gar nicht drauf vorbereitet. Und das können wir so einfach nicht stehen lassen. Dann machen wir das immer so. Du, ey, was denn? Du, pass mal auf. Lohmeier. Neben all dem Spaß und dem Sinn auch, nehmen wir das doch sehr ernst. Weil normalerweise sind Benefitspiele sowas wie 7-6 schon zur Halbzeit und dann 14-16 und du nimmst mal einen Ball hoch. Wenn hier einer einen Ball hochnimmt, wird er abgegritscht. Hey, Foul! Abseits! Hans Zapper hat gesagt, das fand ich sehr bemerkenswert, ich habe noch nie so eine Ansprache von so einem wirklich gestandenen Trainer gehört. Er hat gesagt, wir spielen heute mit 11 Mann. Und ich finde, dann war alles gesagt so. Also dann war eigentlich klar, wie es auszusehen hat. Bist du eher ein Rangnick oder eher ein Magath? Ich glaube, ich bin von beiden nicht wirklich irgendwas. Ich bin Hans Zapper. Otze! Ich sag nur, Hans Zapay kennt die Adresse von Siri und ist sein Knopper schon im Neuen. Er ist unser Trainer, deswegen gibt es natürlich auch eine Taktik. Es geht die Mannschaft. Man sieht es auch, wir spielen alle, verteidigen wirklich defensiv und dann wie Bienen stechen wir nach vorne aus und machen dann das Tor. Wir zermürben die mit unserer Liebe und unserem Easy Groove auf jeden Fall. Ich mache super gerne Musik irgendwie, aber es gibt auch noch andere Sachen, nämlich Fußball. Ganz klar, Instinktfußballer, sind wir am richtigen Ort sozusagen. Er wurde noch nicht ganz perfekt bedient heute. Und an zwei Pässe, die eigentlich direkt auf ihn kommen müssen, so, da müssen wir noch fallen jetzt. Aber man sieht auch, er hat sich nicht auswechseln lassen. Alle anderen, ich habe keinen gesehen, der bisher durchgespielt hat. Das zeigt auf jeden Fall, der ist hochmotiviert bis in die Spitzen. Ja, er spielt im Sturm. Ist ein Linksfuß, macht das ganz gut, hält die Bälle, spielt mit seinen Mitspielern, nimmt sie mit im Spiel. Wie als Musiker. Einfach Weltklasse. Spielstand 2-1.
Am Ende wird es 4-2 sein für uns. Und vor allen Dingen, was mich freut, es kommen immer mehr Leute zu den Spielen. Kennst du das von Heinz Erhardt, dieses Interview? Da hat Heinz Erhardt den Torwart damals mit abgelenkt und dann fiel das entscheidende Tor dadurch. Habe ich schon mal gesehen, wird bei uns nicht passieren, weil ich habe immer diese Doppelkonzentration. Warte, ich komme gleich wieder. Ihr habt keine offizielle Ballstatistik, Ballbesitzstatistik in der Halbzeit reingereicht bekommen? Nee, haben wir leider nicht. Warte, ich komme gleich wieder. Ja. Ich bin zwar zufrieden, aber nicht zufrieden. Ihr hättet 10 oder so gewinnen müssen. Super. Gegen die Luschen. Yes! Das Spiel zusammengefasst in 2 Sätzen. Ziemlich Punkt, scheiße, Punkt. Der absolute Sieger ist noch nicht gefunden. Ich weiß aber nicht, was wir machen sollen. Wir haben ja heute schon mit 7 ehemaligen Profis angetreten und es hat nicht gereicht. Ja? Also, irgendwas müssen wir uns noch mal überlegen fürs nächste Mal.